Knochen. Sieht abgenagt aus. Könnte vom Wolf sein. Ein abgebissen da oben. Also das hat auf jeden Fall ein Raubtier erlegt. Und gefressen. Das stinkt. Noch mehr. Ein Knopf haben wir schon. So. Kurze Pause. Die Funde. Da. Seht ihr sie? Jetzt Alex seine Funde. Ja, ich habe eine abgeschossene Patronenhülse gefunden vom K98. Könnte aber auch von anderen sein, weil die sind ein bisschen eigenartig. Dann habe ich neu gefunden in meiner Fundtasche. Mal gucken, ob ich das finde und reinkomme. Ah ja, hier. Ich habe gefunden hier 10 Reichspfennig von 1942. Ergeben. Mhm. Zink. Oh, mhm. Das ist nicht so schlimm. Schmeiß damit das runter. Weglassen. Hat aber ein schönes Signal gehabt. So, dann habe ich hier, also ich eigentlich gar nicht, habe ich ein Geschenk gekriegt gerade von Mitsondler, der das nicht haben will. Ich finde das sehr interessant, dieses kleine Pilzmesser. Das hat irgendjemand mal natürlich im Wald verloren und man sieht, wie er das geschliffen hat. Ziemlich interessanter Schliff dort. Ein Messer, was er sehr lange hatte und immer wieder geschärft und geschliffen hat. Der ehemalige Eigentümer dieses Messers. Ich würde das ja so gerne mal zeigen, richtig, aber das... Da sieht man es ein bisschen. Diese leichte Wellung. Immer wieder nachgeschliffen. Der hat sich bestimmt geärgert, als er das verloren hat. Wo wir gerade bei Messern sind, ich soll euch schön grüßen von Dagmar Keider. Der hat mir mal ein Messer gegeben und zwar dieses Messer hier. Das hat leider den Härtetest nicht bestanden. Hier steht auf jeden Fall rein, Nickel drauf. Ja, das hat Dagmar Keider im Härtetest getestet, dieses Messer. Ihr könnt ja sehen, die Schneide ist verbogen. Warten! Die Schneide. Hast du was? Er hat was. Kann ich mal bitte weitererzählen? Komm, das müssen wir erst filmen. Naja, aber eine etwas größere. Heute sind wir mit Dagmar Keider sondeln. Das ist eine ganz wertvolle Münze, das sehe ich. Scheiße. Aber naja, ein alter Knopf. Kann ich jetzt mal bitte weitererzählen, ja? Nein. Also ich sollte euch ja noch schön grüßen von Dagmar Keider von Forge and Fire. Dieses Messer hat er getestet, ihr habt, könnt ihr sehen, hat die Mindestanforderung nicht bestanden, ist verbogen und, wie man sehen kann, der Griff ist abgegangen. Also wie gesagt, dieses Messer hat die Mindestanforderung nicht bestanden. Den hier kann dann bitte auch die Schmiede verlassen. Ja, dann strecke bitte die Klinge, gib mir die. Genau. So, und jetzt muss ich meinen Detektor erstmal wiederfinden. Ja, der stand da am Baum. Ja, was ist denn das schöne Zornig? Was hast du denn da rausgeholt? Das ist irgendwas Cooles. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Wenn ihr wisst, was das ist, schreibt es in die Kommentare. Sieht aus wie eine Rakete, aber ich vermute, das ist irgendwie vom Nachschub. Vielleicht. Na, auf jeden Fall ein ziemlich cooles Ding. Was mit einem Fallschirm abgeworfen haben. Das ist so innen drin hohl und das ist für einen Tisch oder irgendwie so. Das also, wird draus bauen, ja. Das machst du dir wieder schick und neu. Lackierst du vielleicht noch schwarz oder rot? Wird gekocht. Ein Wachs. Nimm mal mit. Sehen, ob hier noch mehr ist. Das ist auf jeden Fall ein gutes Signal. Könnte ja mal was sein. War die Kamera, die war zu nah dran. Ja. Sag ich mal. Das sind aber große 10 Reichspfennig. Oh, die sind aber gut erhalten. Von 1940.
aus Zink. Da war noch ein Signal. Also müssen nur mal 10 reichen, wenn ich. Hier liegt überall welche nochmal. Ja, da könnte doch mal was Schönes dabei sein. Nochmal 10 Reichspfennig, naja. 20 Reichspfennig, naja. Ich habe auch noch 10 Reichspfennig in der Tasche. Haben wir schon 30 Reichspfennig. Können wir schon fast ein Eis kaufen, wa? Mehrere 10 Pfennig Stücke sind noch gekommen und jetzt ein richtig schöner Knopf. Ich habe auch noch hier so ein Spray da. Willst du ein bisschen Spray rufen? Das ist ein schöner alter Scheibenknopf. Ey, der sieht aus, als wäre der selbst gemacht. Das ist ja auch. Das ist ja ein auf jeden Fall so. Das ist ein richtig schönes Stück. Das ist mal cool. Den leg mal hier kurz. Da ist ein 50er-Signal drin. Na also, das ist doch mal ein richtig schöner Fund. Da sieht man den jetzt richtig gut. Ein richtig schöner Scheibenknopf. Selbst angefertigt von irgendjemandem mal. Dreh mal um. Hab gerade einen Wehrmachtsspaten gefunden. Das ist eindeutig Ela. Feldspaten der Wehrmacht aus dem Zweiten Weltkrieg. Zumindest die Reste. Man sieht es auch an der Größe. Ist genauso groß wie der russische Feldspaten. Aber anders verarbeitet. So, Fokus bitte, Fokus. Genau, also Alex hat mir gerade diesen kleinen Knopf geschenkt, den will er nicht haben. Es ist irgendein kleiner scheibenartiger Knopf. Da sieht man ihn. Und ich hatte gerade einen richtig schönen Fund. Und zwar diesen hier. Ist auch ein Knopf, aber das scheint, es könnte ein Arsen-Bronze-Knopf sein. Da ist auch ein Muster drauf. Ich werde ihn mal ein bisschen säubern. Da ist nämlich ein richtig schönes Muster drauf. Sieht man das Muster? Das ist ein richtig schönes, ja, so ein Stern oder eine Blume oder sowas. Ich mache hier nur eine Aufnahme vom Knopf. Knopf habe ich gefunden. Ein Scheibenknopf? Ja. Und der ist durch. Mit Bildchen? Ja, da ist so eine Art Blume oder so drauf. Mhm. Habe ich so noch nie gefunden. Vielleicht. Oder ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern. Auf jeden Fall interessant. Hier suchen wir weiter. Wollen wir ihn umstürzen? Hör auf jetzt. Ich bin hier noch nicht so weit, wieder wegzugehen. Heinrich! Aha. Stefan macht Blödsinn. Ja, ist mal hier. So, wir haben jetzt hier gerade eine Erste-Hilfe-Aktion. Sonic hat sein Medikit hier aus der Tasche geholt, weil der Detektor vom Willi ist verletzt. Der ist alle. Der ist einfach nur leer. Immer. Der kriegt jetzt hier. Nee, sonst. Der kriegt jetzt hier den Ladeclip ran und auch nochmal hier mit Mullverband eine Injektion kriegt er jetzt. Eine Powerbank. Hast du jetzt eine Spritze bei, Stefan? Stefan? Wie willst du sollen? Der schwenkt dreimal und ist das Ding ab. Nein, der war auch fest gewesen. Ja, jetzt ist es ab, ja. Nach fest kommt ab. Liebe Zuschauer, was sagt ihr denn dazu? Habt ihr auch schon mal euren XP-Deus-Detektor hier so geflickt, weil der Akku leer war? Oh, wie macht ihr denn das immer? Ja, kannst du ja gleich so. Ist das Süßigkeiten mit? Au! Das hier. Der hat sich ja auch komplett auf den Schuh. Das ist ja so eine
hohe Qualität. Ja, wie hast du gesagt mal dazu, weil das Ohrpuschel-Ding war? Hat sich richtig gelohnt. Wir nehmen natürlich den Dreck wieder mit. So, kannst ja hier noch dein Fleisch. So ist gut. Da bist du wieder gleich, du hast die weiße Fahne hier, dich greift heute Kinder mehr an hier im Wald. Gut. Eindeutig. Eindeutig vom K98 die Schossspitze. Das müsste ein Meunier-Schoss sein, ne? Würde der Preußensondler jetzt sagen. Jetzt ist es weg. Herr Jemini, wo sitzt das Meunier-Schoss? Herr Jemini. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein sehr schöner, interessanter Fund und passt auch zu den alten Knöpfen, die wir hier gefunden haben. Hier, bitteschön. '81, '82 glatt. Ja, jetzt zeigst du viel hohe Werte an, wa? Ja, wir werden auf jeden Fall die Bergung dokumentieren. Hast du schon gesehen? Du hast es nicht gesehen. Doch. Da ist es. Neuartige Patrone, sag ich doch schon gesagt, mit Ansagen. Oh. Vom Jäger, von RWS. Mal schauen, ob da wirklich RWS drauf steht. Da steht irgendwas anderes drauf. Ach nee, RWS. Siehste, Waffensachkunde. Irgendwas RS. Habe ich doch schon gesagt. Na gut. So. Hier habe ich auch gerade ein Signal gehabt. Mitten unter der... Ungefähr da. Unter diesen Dingern hier. Was ist das denn? Koste doch mal. Sind das vielleicht Früchte? Ich weiß es nicht genau. M&M's. Wald M&M's. Nein, das sind die Schokodinger mit der Rosine innen drin. Koste doch mal. Auf jeden Fall ist da direkt ein Signal drunter. Was war da? Da schauen wir jetzt mal nach. Was war das für ein Leitwert bei mir nochmal? Kacksignal, wa? 55 oder so. Eine Dose. Nee, nee, das ist eher so im Knopfbereich. Oh, danke. Also ich bin der Meinung, das ist ein bisschen größer als ein Knopf. Ja? Ja, so wie... Ich sag's dir, dass du draußen bist. Mach lieber mit dem Finger, falls es doch... Was ist das denn? Was ist denn für eine Kacke? RBS? Nee, das ist eine alte. Ja? Mhm. Alte Hülse. Schade. Ich hatte gerade wieder so ein Signal, was so in Richtung Hülse geht. Erstmal muss ich hier diesen Käfer zur Seite packen. Und ich habe gedacht, könnte eine Hülse sein, ist aber keine. Ist irgendwas Größeres. Werdet mal vorsichtig rausholen. Oh, das ist aber größer als ich. Wow, warum ist das so groß? Da muss ich eigentlich nochmal rinfüllen. Ich dachte eigentlich, es wäre was anderes. Ich dachte eigentlich, dass es eine Hundemarke ist. Aber guck mal an, wie groß das ist. Was ist das denn? Irgendwas ziemlich Großes. Keiner da? Naja, dann muss ich den anderen das später zeigen. Die sind alle ziemlich weit weg. Scheint aus Blei zu sein. Vielleicht ist es dann doch besser zu erkennen. Also hier sieht man sehr schön, dass da eine Hirschstrohe abgebildet ist und eine Sonne.
ist irgendwas von der Jagd. Und war auch mal irgendwo dran. Aber wo dran? Also wenn ihr das wisst, schreibt es mal in die Kommentare, um was es sich dabei handelt. Ich weiß es nämlich nicht. So was habe ich noch nie gefunden. Ich habe nur diese Tier gesehen und dann war hier so das zu sehen und da dachte ich, das ist wieder so eine alte Hundemarke. Wäre auch schön gewesen, aber das ist natürlich noch schöner. Weil ich natürlich schon alte Hundemarken gefunden habe, aber sowas noch nicht. So, wir sind heute wieder sondeln mit ein paar anderen Leuten. Und die haben schon ordentlich was gefunden. Hier eben mal ein schönes Essgeschirr von der Wehrmacht. Und Wehrmachts Bajonett mit Bakelitgriff.